Gibt es Fortschritte, Eric? Leider nicht, Professor Zweistein. Das Programm spielt immer noch verrückt. Wir können keine weiteren Experimente mit dem Laser machen, bevor ihr den Fehler nicht gefunden habt. Wissen wir. Augenblick mal. Ich hab da was. Wer hat den Laser aktiviert? Ich nicht. Schalten Sie ihn ab! Geht nicht, er reagiert nicht. Was ist das? Ich hatte gehofft, dass Sie das wissen, Professor. Oh nein, er absorbiert unsere gesamten Computerdaten. Ruf den Sicherheitsdienst! Was ist denn hier los? Wieso wurde die neueste Touristenattraktion an die Wand gefesselt? Dad, Sheriff, Moment! Ihr versteht das nicht. Das hier ist kein Monster. Bei allen meuternden Muschelsuchern, was ist es dann? Franklin Frutmeier! Er wollte die Crystal Cove Bank ausrauben. Na, das ist leider ganz unmöglich. Franklin Frutmeier ist der, der uns angerufen hat. Was? Ich wollte gerade einen Clipper aus Zirkusballons bauen, als mein Notrufsignal klingelte. Gütiger Himmel, was ist das? Aber wenn Franklin Frutmeier nicht das Monster ist, wer ist es dann? Professor Emanuel Ruffalo? Das stimmt. Ich habe versucht, die Leute vom Abwasserkanal zu vertreiben, während ich mir einen Weg in die Bank bahnte, um reich zu werden. Aber Sie haben einen Job als Lehrer. Warum brauchen Sie mehr Geld? Ach so, ich verstehe. Das war der Grund. Jetzt wird mir langsam alles klar. Ich hatte beim Suchen von Schimmelsporen für meinen Unterricht zufällig herausgefunden, dass die Höhlen von Crystal Cove mit dem Abwasserkanal verbunden waren. Als ich feststellte, dass die Höhle sich bis unter die Bank erstreckte, habe ich meinen Plan dann ausgeführt. Durch Frutmeyers hatte ich einen geheimen Zugang zum Abwasserkanal und so beschloss ich, das eklige Dessert des Ballonjungen zu benutzen. Ich inszenierte mein eigenes Verschwinden, um jeden Zweifel an einer Verwicklung meinerseits zu zerstreuen. Oh, alles war narrensicher genial. Das war bis ihr... Aufdringlichen? Aufdringlichen, ja, aufdringlichen Kinder und euer unmöglicher Hund alles ruiniert habt. Roboter zurück. Da! Die ist ja noch schlimmer als die Roboter. Nibiru. Hat das Ding gerade geflüstert? Ich hab's auch gehört. Es klang wie... Nibiru. Glaubst du, das war ihr Name? Nein. Ihr Name war Frau Abigail Gluck. Sie gehörte der wohltätigen Geheimnisloge an, der um 1880 von Burlington gegründeten Gang zur Aufklärung von Geheimnissen. Und als ich aus der Burlington-Bibliothek zurückkam, hatte jemand das Bild von einer anderen Geheimnisse aufspürenden Gang an meine Wand gehängt, der Darrow-Familie. Mit uns und der ursprünglichen Geheimnisgesellschaft sind das ja 4 Gruppen. Ich vermute, es sind sogar noch mehr. Es ist beinahe so, als wäre dies alles schon einmal passiert. Sehr richtig, Geheimnisgesellschaft. Professor Perikles! Reizend. Wie ich sehe, habt ihr erfahren, was von Frau Gluck übrig geblieben ist. Ich lernte Frau Gluck 1930 in Bayern kennen. Sie entdeckte, dass die Missionare das 5. und 6. Stück der planisphärischen Disk besaßen. Sie baute dieses Labor und eine Schar von Robotern, die ihr bei der Suche nach den Stücken helfen sollten. Ich fand schließlich dieses Labor und führte die Arbeit von Frau Gluck fort, indem ich eine Legion von Kriegssoldatenbots baute, die die Teile für mich auffinden sollten. Meine holographische Maskerade als Frau Gluck sicherte meinen Bots alle Zeit, die sie benötigten. Und es wäre mir sicher auch gelungen, Cassidy zu eliminieren, wenn ihr nervenden Kinder nicht gewesen wärt. Nachdem ich nun alles habe, was ich brauche, kann ich diese Anlage und euch in einem Handstreich loswerden. Lebt wohl, meine lieben Kinder. Lebt wohl. Zeit zu verschwinden! Das Scooby-Spiel hat 10 Levels.
Man muss gegen Monster oder Schurken kämpfen, während man auf jedem Level versucht, eine Packung Scooby-Schmeckis zu finden. Oh, lecker Scooby-Schmeckis. Alles klar, Professor. Und jetzt schaut auf den Monitor. Cool. Ja, ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehen würde. Ich glaub's nach wie vor nicht. Wir haben nicht ein einziges Scooby-Schmecki abgekriegt. Yeah. Eric und Bill werden damit ganz sicher den 250.000-Dollar-Preis auf der internationalen Wissenschaftsausstellung gewinnen. Boah, ein beachtliches Sümmchen. Das wäre die Belohnung für die viele Arbeit, die Sie in das Laserprojekt gesteckt haben. Ohne Sie hätten wir das nie geschafft, Professor Zweistein. Wir werden den Preis mit Ihnen teilen. Nein, nein, nein. Als Lehrer ist es mir Lohn genug, aus meinen jungen Studenten das Bestmögliche herauszuholen, Eric. Da wir gerade von Lohn sprechen, wäre es möglich, die Scooby-Schmeckis aus dem Spiel wieder rauszuholen? Lad os få ham op, Stubbe. Så kan vi se, hvem han i virkeligheden er. Alle sammen, træk! Det er Professor Wayne! Mener I, at hele det her hulemandsshow var et svindelnummer? Ikke helt, sheriff. Den 2 millioner år gamle hulemand blev rigtig nok mistet på havet. Og det var det, der gav Professor Wayne ideen til planen. Først nedfrøs han den her falske hulemand i en blok is ude i sin gamle fiskerbåd. Så smed han den i vandet, da han vidste, den ville flyde mod museet. Så smeltede han isen med et elektrisk varmeapparat og fik det til at se ud, som om hulemanden var livet op, og at han selv og Engstrøm var forsvundet. Og når Engstrøm var af vejen, ville Wayne komme tilbage og sige, at han var flygtet fra hulemanden. Men hvorfor gjorde han det? Jeg kender svaret. Han var ude efter min opfindelse. En revolutionerende vandkommunikationsmaskine. Wow, ligesom. Mener du, man kan tale med fisken med den? Scooby-Doo! 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 Den opfindelse er en formue værd. Og den kunne have været min, hvis det ikke havde været for de der snushaner. Tja, der hvor du skal hen, slipper du for at se på snushaner.